Jo, Freunde, was geht? Ich hoffe, euch geht's allen unglaublich gut und ihr seid richtig geil durch die Woche gekommen. Ich weiß, ich bin diese Woche einen Tag später dran als sonst, deshalb spanne ich euch jetzt nicht länger auf die Folter und wir fangen an. Unsere aller Lieblingspartei, die AfD, hat in der letzten Woche in Köln ihren Parteitag abgehalten. Während jemand wie Björn Höcke aufgrund seines Parteiausschlussverfahrens überhaupt nicht eingeladen war, zum Glück, hat Parteichefin Frauke Petri von ihrer Partei richtig auf den Sack bekommen. Bildet sich aber dort eine neue Parteispitze, bestehend aus Alexander Gauland und Alice Weide. Während Gauland dem weit rechten Flügel in der Partei angehört, bezeichnet sich Weide als freiheitlich-konservativ. Obwohl, wenn man sie auf antimuslimische Rhetorik anspricht, reagiert sie auch nicht anders wie der ganze andere Teil ihrer Partei. So gab es zum Beispiel die Aussage, dass alle Erdogan-Befürworter doch bitte wieder in die Türkei zurückkehren sollen, da sie genau in dieses Wertesystem auch gehören würden. Hat sie jetzt vielleicht auch nicht ganz unrecht, aber richtig recht kann ich ihr und will ich ihr auch nicht geben. Aber lasst uns mal ganz kurz über das Ergebnis dieses Parteitages reden. Also, dass Petri in der Partei nicht mehr das Vertrauen hat, ist ja schon seit längerer Zeit bekannt. Aber dass man so schnell jetzt eine neue Doppelspitze installiert, zeigt mir eigentlich nur, dass man sehr große Angst hat, im September diesen Jahres nicht in der Bundestagswahl über diese 5% zu kommen. Was ich sehr positiv sehen würde. Wie seht ihr das? War die AfD unter Petri besser oder was haltet ihr jetzt von Gauland und Weide? Oder ist es ganz einfach, dass sowieso alles Murks ist, egal wer das macht? Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen. Ich denke, die meisten hier unter uns können sich noch sehr gut an die Terminator-Filme erinnern. Das russische Militär ist jetzt der Umsetzung dieser Filme ein gutes Stück näher gekommen, aber seht lieber selbst. Der putzige kleine Kerl heißt Fedor und ist wohl eigentlich dafür entwickelt worden, um im Jahr 2021 in den Weltraum geschossen zu werden und dann an einer Raumstation Reparaturen vorzunehmen. Ja, nee, ist klar. Nach dem russischen Vizepremier Dmitri Rogozin soll es sich aber bei den Schießübungen mit den beiden Glocks nur um einen Test gehandelt haben, an den Entscheidungsalgorithmen und den motorischen Fähigkeiten der Maschine zu arbeiten. Seien wir jetzt mal ganz ehrlich, glaubt einer von euch, dass die diesen Roboter einfach nur dafür benutzen, um ihn in den Weltraum zu schießen und um dort irgendwelche Glühbirnen wechseln zu lassen? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin eher sehr davon überzeugt, dass wir diesen Kampf menschlicher Soldat gegen Maschinensoldat ein sehr gutes Stück näher gekommen sind und eventuell die Menschheit ihre Vernichtung mit sowas selber einleitet. Aber warum Filme oder auf irgend sowas hören, die haben ja noch ja nie recht gehabt. Seid ihr jetzt ähnlicher Meinung wie ich und steht dieser Sache sehr different gegenüber oder seid ihr vielleicht auch der Meinung, dieser Typ da, der quetscht ja nur Mist? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wir sprachen vor gar nicht allzu langer Zeit über dieses Attentat auf dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Jetzt konnte Gott sei Dank der Täter gefasst werden und es war, ich sag's mal so, mitnichten eine islamistisch motivierte Tat. Der wahre Grund für diesen, und ich kann es leider nicht anders sagen, aber Vollidioten, ist leider der Grund, um was es sich meistens im Leben dreht, nämlich Geld. Der hatte wirklich vor, die Mannschaft von Borussia Dortmund umzubringen, um damit gleichzeitig den Aktienkurs abstürzen zu lassen. Er hatte sich vor seiner Tat erstmal mit genügend Put-Optionen eingedeckt. Kurze Erklärung dazu, mit Put-Optionen spekuliert man darauf, dass ein Aktienkurs nachgibt, was es ja bei erfolgreicher Tat auch zu 100% getan hätte. Was kann ich euch jetzt hierzu noch sagen? Eigentlich nur eins, nämlich dass einem hier erstmal richtig auffällt, dass es nicht nur mal Glaubensfragen sind, die Menschen dazu bewegen, irgendwas komplett Dummes zu machen. Es gibt leider auf dieser Welt zu viele Menschen, die aus ihrer absoluten Hauptgier heraus einfach über Leichen gehen. Ich kann das nicht verstehen und ich will das auch niemals verstehen und bin da auch nicht traurig drum, dass ich es nicht verstehe. Ganz im Ernst. So, dann war es das jetzt auch wieder für diese Woche. Mein Gott, wie die Zeit immer fliegt. Aber ich möchte mich bei euch allen für das super geile Feedback auf die Videos der letzten Wochen bedanken. Ihr seid einfach die Besten. Ich wünsche euch ein mega geiles Wochenende und seid nett zueinander. Ciao, ciao.